Webex ist für uns ein absolut essentielles Tool, um gerade in der jetzigen Corona-bedingten Zeit die Meetings und Videokonferenzen am Laufen zu halten. So versuchen wir eben Face-to-Face-Termine zu ersetzen, sukzessive. Ich erlebe, dass Webex vor allem bei großen Runden sehr viel stabiler läuft als beispielsweise Skype. Ich würde auch behaupten, dass die Aufzeichnungs- und die Fragefunktion über Webex deutlich komfortabler ist, als es bei anderen Videokonferenzsystemen der Fall ist. Auf der anderen Seite ist es, was die Einwahl angeht, nicht immer 100% selbsterklärend und so schnell wie bei Wettbewerbern, wo man vielleicht mit einem Klick auf einen Link und einer kurzen Bestätigung dann direkt im Konferenzraum im Digitalen landet. Außerdem ist es auch nicht immer ganz klar, ob man jetzt auf stumm geschaltet ist oder die Kamera an oder aus ist. Das ist bei anderen Systemen auch ein bisschen besser und klarer. Und das kann natürlich immer zu unschönen Ereignissen und Momenten führen. Auf der anderen Seite, zusammen mit Zoom, Microsoft Teams, ist Webex sicherlich eins der Top-Videokonferenz-Systeme, was wir auch im täglichen Doing in Betracht ziehen und stark damit arbeiten, um eben ja, unsere Meetings damit zu ersetzen, was uns soweit auch gut gelungen ist. Und wo sicherlich auch zukünftig ein großer Teil so stattfinden wird. Außerdem ermöglicht es auch die hybride Form, das heißt Teilnehmer vor Ort, aber auch Teilnehmer im Büro oder Teilnehmer via Videokonferenz. Ich glaube, das wird so auch das neue Arbeiten sein, das neue gemeinschaftliche Arbeiten darstellen, den Rahmen bilden. Und ja, insofern ist Webex für uns eine interessante und wichtige Funktion, um auch den Schritt in Richtung Digitalisierung bei den Meetings zu machen und fortzuschreiben.